Und da sind sie unterwegs, diesmal hat es geklappt. 800 Meter der weiblichen U20. .207 wäre die Norm für die U20-Weltmeisterschaften. Wir schauen auf Rieke Emrich, insbesondere als deutsche U18-Meisterin von 2020. Die 800 Meter der weiblichen U20. Mit der 331, das ist Lisa Lankes, SWC Regensburg. Die fünfte der deutschen Hallenmeisterschaften dieses Jahres. Dahinter läuft Nele Göhl, LG Eckental. Und Rieke Emrich an Position 3. Wir sind in der zweiten, der letzten Runde. Nele Göhl jetzt in Front. Die letzten 200 Meter. Wer holt sich hier die deutsche Meisterschaft von den Mädels? Nele Göhl vorne. Jetzt aber wieder Lisa Lankes. Die Regensburgerin mit einem fulminanten Endspurt. Und dann kommt angeflogen mit der 788. Das ist Cosima Ermatt aus Mainz. Und die holt sich in 2:08:37 den Titel.